Ich möchte euch heute zeigen, wie wir mit den Magnetsensoren MS22 und der MS22PI1 die Schaltpunkte an pneumatischen Greifern einstellen. Am Beispiel unseres Universalgreifers PIN plus P. Dazu bauen wir den Greifer, ein passendes Werkstück und die beiden Sensoren. Die Schunkmagnetschalter sind die Sensoren, die am häufigsten mit Schunkprodukten zusammen eingesetzt werden. Deswegen ist auch der Großteil der Schunkprodukte mit diesen Sensoren kompatibel. Bei den kompatiblen Produkten gibt es immer eine Stelle, an der man den Magnetschalter befestigen kann. Bei dem Universalgreifer PGN plus P ist es die Sensornut an der Vorderseite des Greifers. Diese Sensornut verläuft entlang der Bewegung des Antriebskolbens. An diesem Antriebskolben ist ein Magnet befestigt und der Sensor detektiert die Position des Antriebskolbens und damit auch die Position der Greiferfinger. Alle Schunkmagnetschalter des Typs MS22 lassen sich in der gleichen Art und Weise am Greifer befestigen. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wenn man genügend Platz hat, kann man den Magnetschalter von der Deckelseite in die C0 einführen. Wenn die Rückseite durch eine Adapterplatte oder ähnliches verdeckt ist, kann der Sensor auch eingedreht werden. Dazu drehen wir den Sensor um 90 Grad und sobald er in der Nut verschwunden ist, wiederum um 90 Grad. Schunk hat unterschiedliche Magnetschalter im Programm. Die Magnetschalter MMS22 ohne programmierbaren Schaltpunkt werden am häufigsten verwendet. Um den Schaltpunkt bei diesen Sensoren einzustellen, werden sie einfach innerhalb der Sensornut verschoben, bis der Sensor auslöst. Der Greifer wird also zunächst in die zu detektierende Position gefahren, in unserem Fall Werkstück gegriffen. Der Sensor wird dann an die entsprechende Position gefahren und dort mit dem beigelieferten Werkzeug fixiert. Neben den klassischen Magnetschaltern bietet Schunk auch Magnetschalter mit programmierbarem Schaltpunkt an. Diese besitzen den Vorteil, dass der Schaltpunkt nicht mehr durch Verschieben in der Sensornut gefunden werden muss, sondern programmiert oder besser gesagt eingelernt werden kann. Zusätzlich bieten diese Sensoren die Möglichkeit der Schalthysterese, also die Sensibilität des Schaltens zu justieren. Das Programmieren der Position ist dabei aber denkbar einfach. Beim Greifer PGN plus P sehen wir in der C-Nut einen Klemmanschlag. Dieser hilft uns, den Sensor an der richtigen Stelle zu befestigen, sodass der Sensor auch den kompletten Hub detektieren kann. Der Sensor wird also bis zu diesem Klemmanschlag eingeschoben und dort dann mit dem beigelegten Werkzeug fixiert. Der Greifer ist nun schon in der gewünschten Position. Somit können wir mit dem Teachen beginnen. Dazu verwenden wir das mitgelieferte Magnet-Teach-Werkzeug. Dieses platzieren wir für mindestens 2 Sekunden auf dem Sensor, bis dieser anfängt zu blinken. Das bedeutet, der Sensor ist nun bereit für einen neuen Schaltpunkt. Da der Greifer schon in der richtigen Position ist, können wir durch nochmaliges Platzieren des Magnet-Teach-Werkzeugs auf den Sensor die Position einteachen. Die LED leuchtet nun dauerhaft. Dies signalisiert, dass der Schaltpunkt an dieser Greifposition eingeteacht ist. Wird der Greifer nun geöffnet, ist das Signal weg. Fährt der Greifer wieder auf die griffene Position, hat der Sensor nun dauerhaft diese Schaltposition gespeichert. Zum Schluss habe ich noch einen wichtigen Hinweis. Bei der Verwendung von Magnetsensoren kann das Schaltverhalten durch starke Magnetfelder oder ferromagnetische Bauteile beeinflusst werden. Und jetzt seid ihr dran. Viel Spaß beim Ausprobieren.